Ui. Hallo Uwe. Hallo Fabian. Herzlich willkommen zur 50. Folge der Popcorn-Pilger. Wir Hier haben geht's uns heute richtig los. selber eingeladen bei unseren Kollegen und Freunden von der Medienwerkstatt Bonn und deshalb erscheinen wir heute in Farbe Bunt, bunt. und bunt mit Sekt und Kuchen und mit Aber lieben vorher habe ich Freunden. erwischt, nein. Und wir freuen uns wie die Schneekönige auf diese Feier. Uwe, darf ich dich bitten, schon mal den Sekt Ich wäre einzuschenken? so frei. Und ich schneide uns die Torte mal. Die Torte, Uwe, ist übrigens, das ist auch für dich interessant, von meiner lieben Kollegin, der Ute, die treuer Fan ist. Herzlichen Dank für diese Grüße. liebevoll gestaltete und wunderschöne Geburtstagstorte. Es wird auf Instagram jetzt Follower hageln, wenn wir die Torte da reinstellen. So, in der Medienwerkstatt darf man das, ne? Trinken, kleckern, krümeln. Hau rein. Müssen wir eine Endreinigungspauschale bezahlen. Gibst du. Aber Fabian, warum stehen denn hier noch Gläser? Ja, da komme ich gleich zu. Hier, nimm erstmal eine Gabel. So. Und warum Stockholm sieht so schön aus heute, nicht? Uwe, was wollen wir heute machen? Wir wollen, und das ist mir auch ein dringendes Bedürfnis, einmal zurückblicken auf nun 2 Jahre etwa. Wann haben wir Ja, angefangen? 50 Folgen heißt bei 14-tägigem Erscheinungsrhythmus, es sind jetzt nahezu 2 Jahre. Nahezu Deshalb 2 Jahre. sind da ja auch zwei Kerzen. Da wollen wir einmal zurückblicken. Wir haben das schon mal gemacht in einer Zwischenjubiläumsfolge, Mit weißt dem du? schwedischen Ja, Botschafter, der uns heute richtig. netterweise wieder eingeladen hat. Ja, selber nicht erscheinen konnte. Beim letzten Mal war ihm die Stimme weg. Diesmal hat er irgendwas mit Politik. Ich kenne mich ja nicht aus. Aber wir haben dafür adäquaten Ersatz und es passt ein bisschen zu unserem Rückblick. Ja. Sollte Uwe, ich vielleicht. Rückblick. Was war denn deine Lieblingsfolge? Die Lieblingsfolge ist die Folge Braveheart. Ja? Ja, Immer noch. immer noch. Erstens, weil das mein erster echter Lieblingsfilm war. Da sind dann irgendwann andere dazugekommen und sowas. Aber das ist der, bei dem ich lange Zeit gesagt hätte, das ist er. Und der erste, von dem ich das gesagt habe und hätte. Und ich finde, wir haben die sehr gut vorbereitet. Und ich bekomme auch viel Resonanz für diese Folge von Freunden, Bekannten, ob sie es gehört haben oder nicht, aber mir einen Gefallen tun wollen und Ja, mich schmeicheln ja, wollen. Aber ja. das ist meine Lieblingsfolge. Aber es gibt noch andere Highlights. Also Marie Kondo ist immer wieder ein Gespräch. Marie Kondo war im letzten Jahr die erfolgreichste Episode. Das habe ich mir gedacht. Ja, Ja. das sagt viel über uns und auch über unsere Hörerinnen und Ja. Hörer. Und unsere Premiere Pale Rider ist mir auch in sehr guter Erinnerung. Das war direkt zu Beginn mal was Ja. anderes. Ich muss sagen, jetzt wo du hier gerade sitzt, ist das doof. Soll ich Aber gehen? eine meiner Lieblingsfolgen war die, wo du gar nicht da warst. Ja. Ja, erinnerst du dich? Ich Du erinnere mich, als wäre ich lag da nieder. Ja. lagst auf dem Ich Sterbebett war der und für dich Auferstehung ist sehr nah. eingesprungen und er ist heute da. Nein! Ja, Ich bin Martin, schon da irgendwo. wenn du mal Martin! dazukommen Martin, magst, willkommen bei bitte den uns. Platz. Vielen Dank. Schenkt Ich unserem bin Gast schon doch so ein Glas frei. Ja, Sekt ein, bitte. würdest du? Gerne, Ich ja. darf, ja? Gebäck? Gebäck. Also Kanada? Quebec? Ach so. Ja, die Akustik hier, was? So, das ist leicht Vielen Dank. Buttercreme. Aber Wir noch müssen auch unbedingt ist ja nicht hinten, fast also ich gefroren. möchte gerne Quebec und Stockholm eingeblendet haben. Ich durfte heute nichts Grünes und nichts Gestreiftes anziehen. Und jeder, der aufmerksam liest, der weiß ja oder Uwe, du zuhört. zerstörst die ganze Magie. Die So, Martin. Vielen Dank. Oh. Ja. Martin, Prost, herzlich Zum willkommen. Wohl. Schön, dass du da Ja, bist. danke für die Einladung. Probier nochmal, Martin, Ähm, vielen Dank. für alle, die es nicht wissen, es war die Folge über das Dies Irae. Und Uwe war krank und dann haben wir eine Episode gemacht über das Lied des Todes und die Bedeutung in der Filmmusik. Martin, du bist ja selber Musiker. Wie hast du dich dabei gefühlt? Das interessiert mich. Das interessiert mich. Also, was mich Lassen erstmal Sie uns beeindruckt nochmal hat, ist rein. einfach die Art und Weise, wie professionell das hier produziert wird. Also Medienwerkstatt Euskirchen macht ja echt einen ziemlich guten Job. Und davon abgesehen, die ist ihre ja immer ein spannendes Thema. Also ich glaube, das haben wir auch in der Folge schon anklingen lassen, es gibt, glaube ich, wenig Musik, die so alt ist und trotzdem so lebendig in der Filmmusik
wie eben dieses, diese Sequenz aus der Liturgie, aus der Totenliturgie. Von daher habe ich mich sehr über die Einladung gefreut und über die Möglichkeit, da mal drüber sprechen zu können. Und es war eine Folge, die deshalb auch anders war, weil wir ja tatsächlich Hörbeispiele hatten. Und das finde ich ganz toll. Ja, Upgrade, Technik Upgrade. Ja. Es kam danach nicht so ein bisschen auf, den Martin mal öfter hören, vielleicht den Uwe ein bisschen weniger. So unkte es durch den Äther. Das ist das so. Ja. Ich wollte also gehofft, dass die Produktion nicht immer noch dabei ist. Das ist nur der Hohn der Neider. Martin, nochmal, schön, dass du da bist. Vielen herzlichen Dank, dass du damals eingesprungen bist. Und es wird sicherlich weiteres geben. Filmmusik ist ein wichtiges Thema und da werden wir uns, glaube ich, auch noch mal Expertise wir noch mal drauf müssen können. Prost. Zum Wohl. Ja, mach's gut. Und lach rein. Schönen Sonntag noch. Ja. Ebenso. Weißt du, was ich das Gefühl habe, dass sich sehr geändert hat bei uns? Wir haben das in einem Zwischenjubiläum schon mal erwähnt, dass wir eingestiegen sind mit einer relativ typischen Perspektive auf Filme und Serien. Wenn man sich Gedanken macht darüber, was passiert hier in der Theologie, in der praktischen Theologie manchmal, wo sind da theologische Motive? Das heißt, wir haben uns die Klassiker rausgenommen, Pale Rider ist ja so einer, ne? Oder Giganten oder so, dieses berühmte James Dean mit das ist ja immer mein Thema, gerne so ikonografische Anspielung. Das ist natürlich in dem Podcast nicht immer gut zu machen, aber wir haben aber ja auch Hinweise kannst du geben und das hast du ja auch. Und das muss man dazu sagen, ein Rückblick, wir haben das Studio das ein oder andere Mal verlassen. Ja. Wir hatten die Möglichkeit, eine kleine Vortragsreihe zu gestalten in Köln, sogar mit einer Live-Folge Matrix. Oh ja. Auch eine meiner Lieblingsfolgen. Und wir haben vor jungen Theologiestudentinnen und Studenten hier in Bonn einen Abend gestaltet und haben unsere Arbeit vorgestellt. Also die Möglichkeiten, das Studio zu verlassen und zu sehen, wir dürfen hier auch manchmal auch raus. Andere Leute außerhalb dieser Mauern interessiert. Mal Klamotten wechseln und dann mal in die große Welt. Und wir haben uns ein bisschen angepasst, finde ich. Wir haben also nicht nur klassische Bibelverfilmungen geschaut oder auch modernere Bibelverfilmungen oder haben nur die theologischen Motive, also zum Beispiel Ikonografien, gesucht, sondern wir haben uns ein bisschen erweitert, vielleicht auch geöffnet und haben ganz woanders geschaut, wo sicherlich alles andere als die Intention war, christliche Motive zu verarbeiten. Marie Kondo ist so ein ganz tolles Beispiel, wo Theologen auf etwas schauen, was in erster Linie nicht theologisch gedacht war und trotzdem so viel Kult, so viel Spiritualität transportiert. Und ich glaube, da haben wir unseren Blick geschärft und suchen auch schon gezielter nach so etwas. Deshalb ist wieder eine Lieblingsfolge von mir ja auch unsere erste Weihnachtsfolge über Children of Man. Ja. Aber Children of Man würde ich noch unterstellen, da war eine gewisse Intention dahinter. Weiß ich nicht. Deshalb finde ich unsere Weihnachtsfolge über der Grinch eigentlich auch sehr toll. Klar. Zumal wir haben den dann zusammen im Kino gesehen, die Neuverfilmung, und waren auch in etwas desolatem Zustand. Und das hat, glaube ich, die Impression dabei durchaus unterstützt, könnte man sagen. Und man kann sagen, eine unserer umstrittensten und polarisierendsten Episoden über Avengers, Marvel. Ich bin immer noch überrascht, dass sie uns die Scheiben nicht eingeworfen haben zu Hause. Oder Endgame. Ja. Da sind wir schon hart ins Gericht gegangen. Bis heute muss ich immer mal wieder rechtfertigen und weiter ausführen, wie du darauf gekommen bist. Ja, ja. Ich fand unsere Argumentation, finde ich, nach wie vor schlüssig, aber heutzutage ist das mit dem Argument ja nicht mehr das Ausschlaggebende, um Recht zu haben. Aber Uwe, wie geht es weiter? Werden wir noch härter werden? Ja. Werden wir kontroverser, investigativer und polarisierender? Noch mehr Gäste? Ja, also ich glaube, was wir in jedem Fall sagen können, und das kann man mit Ernst sagen, ist, dass uns die Themen nicht ausgehen werden. Filme und Serien wachsen reichlich nach und wir haben noch immer viel in unserem Portfolio, was wir noch gar nicht abgearbeitet haben. Vielleicht werden wir mal wieder etwas intensiver klassisches oder schon älteres Kino heraussuchen, auch Fernsehen. Vielleicht auch ein bisschen mehr tatsächlich Showformate. Also wir hatten jetzt schon Dokumentation. Mal sehen, ob man da noch mal weitergehen kann. Da gibt es ja, glaube ich, viel zu entdecken. Also ich habe ja im Vorfeld unsere
Fans gefragt, was sie sich wünschen für unser Jubiläum. Und eine Rückmeldung war tatsächlich, wir sollten noch mal bitte was über einen Tatort machen. Ja. Ich muss aber gestehen, ich bin jetzt überhaupt kein Krimi-Mensch. Ich komme da langsam rein. Ja. Ja. Aber auch den Tatort gucke ich mittlerweile regelmäßig. Behalten wir mal im Hinterkopf die gute alte Sonntagabend. Ich würde prognostizieren, wenn wir das machen, dass da der eine oder die andere Tatort-Fan nicht nur begeistert ist, wenn wir darüber sprechen. Ja, wir wollen ja aber auch nicht nur gefallen. So, das muss ist man, ja nicht unsere Aufgabe. Das ist nicht unsere Kernaufgabe jedenfalls. Ich habe übrigens gerade überlegt, ob, wenn ich hier kaue, ob man das nicht dann auch unangenehm hört. Das ja. Gut, ist jetzt drauf, aber muss man rausschneiden. Das hat er uns nachgesehen. Naja. Ich dachte, es weht hier mehr Wind. Wie geht es weiter? Meine Lieblingsepisode gibt es noch gar nicht. Ach was? Ja. Du kannst noch nicht sagen, das war wirklich ein Highlight? Nein, weil wir ja über meine Lieblingsfilme noch nicht gesprochen haben. Ein Beispiel? Darf man das schon sagen? Ja, der Pate. Oh, na, aber dann, wenn... Du sträubst dich, Nein, das stimmt nicht. Ich sträube mich also nicht. Also, wenn wir einen Podcast machen gesehen. Über Filme und Religion, dann müssen wir über Mafia-Filme reden. Und, da und wir werden auch, das haben wir uns, ich glaube, so viel darf man sagen, wir haben uns The Irishman vorgenommen, den habe ich auch gesehen und wir sind uns da sehr einig. Der Pate 1, den habe ich natürlich auch gesehen, ist lange her. Und ja, wir werden drüber sprechen. Aber auch hier, glaube das ich, ist nett, dass kann du das, mir das kontrovers... So Dankeschön. Gut, vielen, so kann man vielen, das auch sehen. Danke, das vielen, war's. Vielen, vielen Dank. Nein, ich setze mich wieder hin. Vielen Dank. Okay. Die Gerüchte über die Trennung der Popcorn-Pilger sind vollkommen übertrieben. Ja. Aber das ist ja auch eine Leistung. Oder ich wir machen es mal und dann gibt es ein Revival. In 15 Jahren. Dann sind wir noch bärtiger und noch dicker. Aber du würdest also sagen, ich bin dick? Komm, anderes Thema. Nicht lass so dick uns das wie in 15 Jahren. aber das, was man ja auch mal sagen kann, wir sind jetzt seit 2 Jahren dabei. Ja. In diesem schnelllebigen Business, Internet. 2 Jahre ein paar, andere Heiraten. Ja. Und wir haben bisher ganz gut durchgehalten. Ich würde auch sagen, auch die Regelmäßigkeit, andere müssen ja... Und du bist ja weggezogen, du bist eine weit ja, in eine andere Stadt hinter gezogen. Den 7 Bergen. Immer wenn Hochwasser ist, kann der Uwe nicht zur Arbeit fahren. Das stimmt, dann schwimme ich. Das geht, nach Bonn geht das, aber wenn ich zurück will, ist es sehr schwer. Ja. Ja. Geht so auf die Arme. Aber egal, wie es weitergeht, uns wird der Stoff nicht ausgehen. Nein. Du hast es schon gesagt, denn, und das ist ja so ein wiederkehrendes Thema, wir haben es immer wieder auch in unseren Vorträgen gesagt, auch in der ein oder anderen Folge haben wir darauf Bezug genommen. Ich erinnere mich ganz besonders, großes Thema war das bei The Boys. Mhm. Religion heute oder eine bestimmte Ausprägung von Religion heute im US-amerikanischen Serien, US-amerikanischen Filmbereich, der natürlich uns in Europa auch immer mitprägt, weil die Serien und die Filme hier sehr konsumiert werden. Aber es ist, Religion ist ein Thema präsenter denn je. Aber auch so, ist jetzt mal meine These, mit der ich steil aus der Kurve komme, auch kontroverser und zwielichtiger, zwiegespaltener denn je. Ich glaube, wir haben das noch nicht hinreichend untersucht, aber wir sind uns ja einig und haben schon öfter darüber gesprochen, dass gefühlt die Präsenz von Religiosität in Filmen und Serien mehr zunimmt. Und ich bin da nicht ganz sicher, wie intentional ist das. Ich bin mir aber sicher, dass da auch ein Versuch zumindest bei einigen Produzierenden dahinter steckt. Ich bin mal so frei, hier das Feuer auszumachen, sonst brennt sich in die Torte rein. So. Prima, das Messer kommt dann weg. Ich bin mir also nicht sicher, wie intentional, aber ich glaube, dass bei einigen schon dahinter steckt, die Religion wieder als Normalität in das Gespräch zu bringen. Wir haben zum Beispiel mal bei Star Trek darüber gesprochen. Religion war ein Thema entweder als konkrete Kritik oder um zu zeigen, welche Phänomene der Religion Auswirkungen auf Gesellschaft haben. Mittlerweile hat zum Beispiel Star Trek, nehmen wir mal Discovery, die Not und das Bedürfnis einzustreuen, das gibt es halt noch in der Gesellschaft, ohne das zu groß zu thematisieren. Der Christopher Pike ist halt ein irischer Captain und natürlich hat die Oma immer gesagt, und da musst du, wenn du das und das machst, musst du zum Pfarrer gehen. Also um anzudeuten, das ist immer noch präsent. Es geht also weniger darum, wir entwickeln uns weg von der Religion, sondern das Bedürfnis wird stärker wieder zu zeigen, das wird es weitergeben, das ist präsent, wir haben damit zu tun. Und allein die Dichte von Serien, die das ganz konkret thematisieren.
Sogar im Deutschen. Cognos Dei, Lasco, die Faust Gottes, sind schlechte Beispiele, aber es gibt Aber ich komme trotzdem nochmal auf The Boys zurück. Eben dort, das wirst du jetzt nicht leugnen können, dass es Serien gibt und auch Filme gibt, die Religion als etwas Problematisches darstellen und auch eine Kraft, die gesellschaftlich zwar Einfluss nimmt, aber auf eine negative Art. Und das ist, aber da werde ich nicht müde, das zu betonen, auch unsere Aufgabe, das zumindest im Gespräch zu halten. Ja. Und da bin ich ganz bei dir, das im Gespräch zu halten und zu sagen, es gibt auch andere Formen und andere Seiten von Religiosität und Religion, die gestalterische Kraft hat und die auch Gesellschaft zum Positiven, zum Guten verändern kann. So sind wir ja gestartet. Und da bin ich immer noch ganz stolz drauf, dass wir das eigentlich durchgehalten haben, aufzuzeigen, was den meisten, die vielleicht, sagen wir mal, in ihrer Alltagsgestaltung, ob jetzt Christ oder nicht, da gar nicht mehr so drauf achten. Oder sogar Kritiker, die sagen, ach, was haben wir damit noch zu tun, mit Religion, mit Kirche und Christentum, dass wir zeigen können, das ist immer noch präsent bei euch. Ihr habt das unterbewusst, ihr habt immer noch die Mythologie, ihr tragt immer noch eine gewisse kultische Prägung mit euch. Und da, was ihr gut findet, was ihr binge-watcht und was ihr im Kino seht, da nehmt ihr das auf und konsumiert das immer noch und findet das sogar richtig und angebracht. Und wir zeigen euch, wo es herkommt und zeigen euch, warum das nicht banal ist. Und dass das immer noch dieses Erbe sozusagen, was mit euch zu tun hat. Und das muss man nicht nur kritisch sehen. Da bin ich ganz stolz drauf. Ich glaube, das ist eine Stärke der Popcorn-Pilger. Eine unter vielen. Neben der professionellen Machart und Arbeitsweise. Prost. Und der schönen Menschen. Schöne Menschen. Das ist mein Stichwort. Apropos. Es gibt einen Menschen, der, Uwe. Ich gucke gerade, ob ich dem Publikum irgendwo. Der ist gerade, der ist auf dem Weg. Der ist Man auf lässt dem Weg. Ihn gerade durch, sie bilden eine Gasse. Der ist ein elementarer Bestandteil jeder unserer Folgen. Ob man du jetzt dabei bist. Stimme. Viele wissen es nicht, aber man kennt der Martin dabei ist, er ist in jeder Folge, ist er auch zu hören. Ja. Im Vorspann. Und er spricht ein wunderschönes Er ist P der, aus. Der unsere ganzen Blubs und Bläs und Ös rausschneidet. Diesmal leider nicht möglich, that's live. Und dafür gebührt ihm unser und auch der Dank unserer Hörerinnen und Hörer. Und der Christian, der kommt jetzt mal. Nur mal ganz kurz. Komm. Nur mal ganz kurz. Hier, einmal, wo ist denn der Sekt, Regie? Achso, da. Hier ist das Glas. Danke. Und es kommt geflogen. Christian, bitte nimm Christian. Platz. Darf ich dir ein Stück Kuchen anbieten? An dieser Stelle könnte ihr Applaus stehen. Danke. So, ich mache dir mal einen kleinen Kuchen. Das ist aber das Stück Kuchen von unserem ersten Studiogast, der einfach fluchtartig das Studio verlassen hat. Aha. Ohne... Danke. Hier, Kuchen, bitte, Gabel, gibt's auch. Danke. Popcorn? Nee, danke. Ich ist ein bisschen überfordert. Christian, vielen Dank für all die Arbeit. Das ist ja, eigentlich machst du die meiste sogar. Ja. Und musst am flexibelsten sein. Also vom zeitlichen Aufwand, der ist bei dir der größte. Na, den gibt's auch kaum Versprecher, das gibt's ja gar nicht. Also er hat mir mal gesagt, unter vorgehaltener Hand, wie viel Arbeit er in jeder und da ist mir schlecht geworden. Da ist dieses Stückchen Kuchen nur ein schwacher Ton. Aber vielen Dank. Und du hast mal gezeigt, wir haben das gesehen, wie viele Schnitte da drin stecken und wie viel Synchronisierungsarbeit da auch drin steckt. Also es ist schon bemerkenswert und wir sind dir davon herzen dankbar. Ohne die Technik. So, und jetzt darfst du auch wieder in die Kamera. So, alles Lampenfieber. Danke, Christian. Lass einmal mit dir anstoßen. Zum Wohl. Ja. Und ein Zitat aus How I Met Your Mother zu bringen. Nein, das stimmt gar nicht. Two and a Half Men. Es würde mir nie einfallen, jemanden in Frage zu stellen, der aussieht wie der Sohn Gottes. Too soon. Christian, danke schön. Vielleicht können wir an dieser Stelle auch unseren Fans mal danken. Da sind einige sehr treue Hörerinnen und Hörer da draußen. Und jede zwei Wochen auch immer wieder neue. Und du hast, das haben wir auch schon mal erwähnt, einen Überblick darüber, wo wir überall gehört werden. Das ist ja international mittlerweile. Ja, in Shanghai tatsächlich. In San Jose gibt es offensichtlich eine größere Gruppe von Leuten, die uns regelmäßig hören. Community. Stell dir mal vor, da gibt es einen Popcorn-Picker-Stammtisch und wir wissen das nicht. Und auch in Moskau. Und wenn ich Moskau sage, meine ich Moskau und nicht Berlin. Ach so. Aber in Berlin werden wir auch gehört. In Hamburg, München, in der Hauptstadt. Frankfurt. Übrigens an dieser Stelle mal Grüße, Sebastian, wenn du das siehst.
ich danke dir sehr immer für dein positives Feedback. Schön, dass du die Geduld und Freude daran hast. Grüße hier. Ja. Mensch, in Hauptstadt, in Moskau Köln, hatten wir, in Südamerika, Asien, Madrid, Barcelona, Madrid. Wahnsinn. Ja. Afrika, irgendwo der Kontinent fehlt? Mm. Vielleicht zu Folge 40 müssen wir nochmal gucken. Nein, Australien fehlt noch, ne? Ja, dann aber die haben ja immer Winter, wenn wir Sommer haben. Ach so, dann ist man mehr draußen, sind die, und wenn wir Winter haben. Nicht ja. die Zeit und so. Ja. Das ist also vielleicht liegt sehe, dass das Publikum liegt tobt. Vielleicht liegt es an der Gagdichte hier. Ja. Zum Abschluss noch ein herzliches Dankeschön nochmal an die Kolleginnen und Kollegen der Medienwerkstatt Bonn, Regie, dass wir hier jetzt mal mit Bild, das wird nicht so häufig vorkommen, das ist ein Versprechen von uns. Also wir werden beim Audio bleiben, vornehmlich. Ja. Ja. Ist auch ein bisschen bequemer. Aber der Juan hat uns da geholfen. Der schmeißt sich hier in Schale und haut sich den Sonntag um die Ohren. Auch dafür ein herzliches Dankeschön. Ja. Und ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen gefallen. Wenn nicht, dann schreibt uns das. Ihr wisst es ja, also wir sind jetzt ja bei Twitter, bei Instagram, auf Facebook, in unserem Blog www.popcornpilger.de. Habe ich was vergessen? E-Mail. Hatten wir erwähnt, jetzt vielleicht dieses Video auf YouTube? Genau, und das Video und alle, die uns jetzt nur zugehört haben und wissen wollen, wie sehen die beiden Nasen aus, können das nachgucken auf YouTube, dem Kanal der Medienwerkstatt Bonn. Also Medienwerkstatt Bonn auf YouTube, dort findet ihr das Video zu diesem Podcast-Ausschnitt, ja. Episodenteil. Eine Immersion, auf die man vielleicht verzichten kann, wenn man unsere Stimmen mag und das Gesicht. Gut, das ist die Neugier, lasst euch von der Neugier nicht... Es soll niemand verletzen. Wir werden jetzt noch weiter feiern. Deine Frau hat Hütchen für uns und Tröten besorgt. Die warten... Und Konfetti. Wenn wir uns in die Masse schmeißen, das ist der Friedensplatz Bonn, heute rappeldicht. Girlanden. Wir haben noch, die Verteidigungsministerin hat gesagt, die Jets sind schon bestellt. Feuerwerk. Oh, wunderschön. Du wolltest Feuerwerk. Für mich? Ja. In diesem Sinne, mach's gut.